Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Altfilme neu entdeckt, große Lust an schnellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Jede Menge gefährliches Halbwissen und wir sind in Folge 136 und es ist immer noch Horror-Oktober und diesmal bin ich als Max nicht alleine, denn neben mir ist die Kali. Hallo. Hallo. Ja, die Kali war böse und hat meinen Horror-Oktober-Plan durcheinander gebracht und mir was untergejubelt, was ich überhaupt nicht auf meiner Liste hatte, auf meinem Schirm hatte, nämlich The Grudge, der Fluch. Von 2004 von, jetzt habe ich den Namen schon wieder fast vergessen, Takashi Shimizu, glaube ich. Na, wenn du es sagst. Produziert unter anderem von Sam Raimi und Bob Tappert oder Tapert und deswegen spielt auch Ted Raimi noch mit. Wer war denn Ted Raimi? Der Chef von dem Service, von dieser Helfer. Der mit der Brille? Genau, das ist, das ist der Bruder von Sam. Krass. Ja, Kali, du musst jetzt natürlich sagen, wie das mit diesem Film gekommen ist. Ach, naja, also Max hat mir erzählt von dem Horror Oktober und das ist das Thema sozusagen im groben Haus fast dieses Jahr als Vertiefung. Und ich bin ja immer so ein kleiner Korinthenkacker und möchte das dann halt immer ganz genau erfüllen, die Aufgabenstellung. Und dann hatte ich als erstes Shut-In rausgesucht mit Naomi Watts. Danach habe ich unglaublich Bock gekriegt auf der verbotene Schlüssel mit Kate Hudson und habe angefangen, meine ganze DVD-Wand auseinanderzunehmen, weil ich dachte, der Film passt perfekt danach. Hast du aber nicht gefunden und habe dann gedacht, na gut, dann suchst du was anderes raus. Und dann habe ich gedacht, ach ja, der Grudge, der erfüllt's auch, das ist ja alles in einem Haus. Ja, und das, so kam das eigentlich und das war dann die Überraschung. Ja. Für mich ist es keine Erstsichtung gewesen. Für mich auch nicht. Ich erinnere mich noch, dass wir den mal zusammen geschaut hatten und ich wusste, oh Gott, ich werde schlecht einschlafen und es wird wahrscheinlich auch heute noch wieder so werden. Ach, haben wir den schon mal zusammen geguckt? Ja, alleine habe ich den auf jeden Fall nicht geguckt. Und habe damals schon gedacht, oh nein, oh Gott, oh, das ist ja genau das, was ich überhaupt nicht abkann. Ich bin viel zu riesig. Ja, ja. Tu mal so. War gut, und, ne? Aber das hat heute tatsächlich bei mir schon ein bisschen besser geklappt, weil ich das ein bisschen rationaler mir hin und her schieben konnte. Man ist schon abgestumpfter, denke ich. Hat schon so viel gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie war es denn für dich? Ich glaube, das ist jetzt gerade meine Drittsichtung, meine ich. Ich wusste nicht mehr viel von dem Film tatsächlich. Ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung. So ging es, glaube ich, bei der zweiten Sichtung damals auch schon. Und ich fand ihn besser, als ich erwartet hätte. Aber es ist für mich immer noch ein mittelmäßiger Film. Weniger wegen den Schauspielern, sondern einfach, weil ich mich mit der ganzen Szenerie nicht so identifizieren kann. Wieso? Bist du nicht so gerne in Tokio? Nee, nicht wirklich. Ich habe ja eh nicht so das Faible für den östlichen Raum. Das heißt, ich habe mich damit nicht so befasst und auch nicht so das Interesse zu machen tatsächlich. Und es gab ja damals so Anfang der 2000er diese große Welle mit diesen japanischen Remakes, die in den amerikanischen Boden transferiert wurden. Vor allen Dingen The Ring und Dark Water fand ich so die ersten, die mir einfallen. Und The Ring hat mich damals extrem geflasht, als ich in dem Alter war. Das ist für mich der Horrorfilm, wo ich am meisten Schiss danach hatte, weil ich den im Kino noch gesehen habe unter den krassesten Umständen. Und ja, und dieser The Grudge ist ja der Einzige, der tatsächlich auch die Handlung mal nach Tokio verlagert, also nach Japan, die noch nicht komplett in Amerika transferiert wurde. Hm. Und dieser östliche Touch, das ist so ein Ding, da komme ich nicht so rein. Also, das ist nicht so meins. Ja, dafür haben wir auch die amerikanischen Schauspieler dann, die da uns den Westen, als westliche Zuschauer näher bringen, diese Welt. Wollen wir groß was zur Handlung sagen? Muss da was gesagt werden? Ach, was soll man dazu sagen? Das ist ja relativ schnell erzählt tatsächlich, ne? Möchtest du, Max? Ja, wenn man in Scheiße tritt, dann hat man Scheiß am Schuh und die wird man nicht mehr los. Und die Scheiße in diesem Fall ist ein Haus. Und wer dieses Haus betritt, der hat es nicht mehr so leicht im Leben, wenn er denn noch lange lebt. Punkt. Soweit, das wäre meine Inhaltsangabe einfach. Ja, trifft es eigentlich ganz gut, ja. Ja, ein mittelmäßiger Film, sagst du, der nicht so gefallen hat. Bei mir ist es so gemischt, was diesen J-Horror oder auch den neu verfilmten amerikanischen Versionen des J-Horrors angeht, kenne ich zum Glück nicht so viel. Zum Glück sage ich deshalb, weil ich so mit gruseligen Kindern oder Geistererscheinungen in dieser Form nicht so der größte Fan bin, weil das etwas ist, was mein
Angstzentrum sehr gut trifft. Und vor allen Dingen auch, vor allen Dingen dann trifft, wenn im Haus später dann am Tage oder in der Nacht die Lichter aus sind und ich im Bettchen liege. Ja, ja. Habe ich nur bei The Ring gehabt tatsächlich. Also ich fand Dark Water hat mich damals auch nicht gepackt, das kann mich noch entsinnen. Ich glaube, das war der, ich glaube, der war mit Jennifer Connelly damals, oder wie die Connelly, wie die heißt. Das war auch nicht meins. Also wie gesagt, das ist nicht so mein Ding und The Ring fand ich damals von der Inszenierung ziemlich cool, weil das mal was Neues zu der Zeit war. Aber The Grudge kommt da nicht ran. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe den auch tatsächlich wegen den Darstellern damals primär geguckt. Ja, ein kleines Sarah Michelle Gellar Fangirl, ne? Ja, auch Jason Bale. Ja. Und Bill Pullman natürlich. Ja, das mit Bill Pullman. Bill Pullman hat auch gefühlt fast eine Rolle in der, na, ein paar Zeilen sagt er auch Dialog, ne? Aber er ist relativ ruhig, habe ich so den Eindruck. Ja, das war wahr. Auch ein Schauspieler, wo ich finde, der sieht von Natur aus so sympathisch aus, der kann mir gar nicht vorstellen, dass der mal eine böse Rolle spielt. Also wenn ich wählen könnte, Geisterfilme mit Bill Pullman, würde ich wahrscheinlich immer Casper nehmen. Ja, allerdings, das war auch meine erste Begegnung mit ihm. Da habe ich auch schon die ganze Zeit dran gedacht. Kennt den Film heute noch jemand? Ach, der war so schön. Und diese Szene zum Schluss, wie sie tanzen. Aber wir sind ja bei The Grudge. Ja, der Tanzkeil. Also was mich auf jeden Fall so verstört, was ein Gefühl der Unsicherheit auslöst, ist auf jeden Fall so dieses, da guckt einen irgendwas an, was ziemlich aschfahl bis sehr, sehr bleich ist und gibt komische 56K Modem-Geräusche von sich. ja, und das ist... Das war mir wahrscheinlich völlig egal, wie man das nun, wenn da selbst noch lustige Musik drunter liegen würde, würde ich das immer noch sehr verstörend finden und denke, oh nein, Alter, wenn ich heute Nacht irgendwo in der Ecke gucke, denke ich die ganze Zeit, oh, hoffentlich passiert jetzt nichts. Und es passiert natürlich nichts, aber naja, mein Kopf ist halt gut dann drauf, aber meine Fantasie geht dann gut ab. Ja, ich finde die Geräusche so schlimm und ich fand auch die Sequenz tatsächlich mit der Videokamera schlimm, also mit sozusagen, wie man selber über die Überwachungskamera die Szenerie verfolgt, das fand ich auch eklig. Ja. Das ist meins. Ja, was können wir uns ja mal rauspicken bei diesem Film? Also ich glaube, es ist, ich bilde mir vielleicht auch ein bisschen ein, dadurch, dass Sam Raimi da so mit drin hängt, dass da manchmal so ganz leicht irgendwie ein bisschen Humor auch mit drin ist in manchen Szenen, was so die Schrecksequenzen angeht. Hast du da manchmal irgendwie das Gefühl oder ist das was, was ich mir einfach wirklich nur einrede? Und so, das sagst du jetzt also, ich gehe jetzt so gerade so ein paar Szenen durch und da finde ich nicht so, finde ich weniger den Humor tatsächlich, als mehr so die Inszenierungsart, die ich so finde, die ich so mit ihm verbinde, so wie er es inszeniert hat. Das finde ich schon eindeutig eher. Aber welchen Humor, was schwebt dir vor? Sag mir mal ein Beispiel. Ja, was schwebt da so? Ich überlege selbst gerade, also, oder vielleicht ist es auch nicht so Humor, aber dieses, wo es bei vielen Filmen mit so Jumpscare-Sequenzen wirklich so ist, dass man erst in der letzten Sekunde im Bild dann sieht, so, oder dann kommt eben der Schnitt und bam, ist irgendwas, was uns in die Kamera erschreckt oder so. Und hier ist es so, dass man meistens schon ein oder zwei Einstellungen, bevor der eigentliche Jumpscare dann kommt, irgendwie was schon im Bild hat, was man auch sehen kann, was aber eben die handelnde Figur in dem Film gerade noch nicht sieht. Und dann kommt eben noch der Schnitt oder dann dreht sich die Kamera eben so, dass dann auch die andere Person das sieht und der entsprechende Soundeffekt. Und ja, das ist für mich manchmal, vielleicht ist es auch so dieser nervöse Humor, dass ich einfach so kichern muss, weil ich denke, oh nein, jetzt kommt's ja gleich. Dass man da eben so als Zuschauer schon natürlich sowieso vorgewarnt ist, weil man weiß, das ist eben das Klischee, so wir bauen diese Szene jetzt auf und am Ende kommt der Huibu-Schreckeffekt. Ich denke zum Beispiel daran, wenn relativ gegen Anfang Karen bei der alten Mutter ist und die Mutter eben in die Ecke starrt und dann sehen wir schon, wie das sich da hinten, wie alles schwarz wird und wir wissen schon, ah, jetzt kommt's gleich und es manifestiert sich schon und dann dreht sie sich eben um und dann, weiß ich gar nicht mehr, kommt dann überhaupt noch der Schreckeffekt? Doch ja, dann sehen wir das Gesicht. Also dass das eben, ja, ich weiß nicht, irgendwie, das ist so eine, na, irgendwie bin ich der Meinung, das hat was mit Sam Raimi zu tun. Also ich denke irgendwie an Drag Me to Hell, wo es ja sowieso deutlich lustiger ist. Ah ja, allerdings. Und auf viel Ekel. Darauf auch ausgelegt ist und eben nicht als dieser nur reine Schockhorror. Also mich hat das manchmal erinnert, als die zum Schluss so aus der Mülltüte rauskraucht, die Treppe runterkommt, so gelenkig, wie sie ist. Und
diese Sequenz, wie sie sich bewegt und sozusagen, wie sie guckt dabei, es hat mich so ein bisschen an Drag Me to Hell von der Inszenierung erinnert. Als dann die Zigeunertante auf einmal so athletisch wird. Am Anfang, das fand ich auch ganz cool. Und diese Ekelsequenz, auch wie er dann die Badepfanne fest der Makler und auf einmal die Haare drin hat, das ist so ein bisschen ekel muss bei Remy irgendwie mal mit rein. Ich weiß ja auch nicht warum. Aber damit war das erfüllt. Also hat er sich ganz gut zurückgehalten tatsächlich in dem Film, fand ich. Ich muss dazu natürlich auch sagen, da habe ich glaube ich schon gesagt, ich kenne ja das Original nicht. Du hast das auch nicht gesehen. Also von ich daher. Ich habe damals mal den ersten Film als Original von The Ring gesehen. Da war ich schon sehr, sehr gut. Also was das jetzt angeht von wegen der Takashi Shimizu hat ja auch das Original gedreht und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass er viel nochmal übernommen hat, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, auch wenn das Drehbuch nochmal ein bisschen amerikanisiert wurde wahrscheinlich. Der hat nicht nur das gemacht, habe ich gelesen, der hat sogar dieses aufgenommen, das ist von ihm selbst. Na, ein Glück. Ja. So hinterlässt man seine Spuren. Ein verkappter Hitchcock. Ja, hat er sich richtig reingepurrt. Ja. Ich würde eigentlich gerade sagen, genau, also wir können gar nicht sagen, ob das jetzt, also weil ich jetzt hier so tue, als würde ich den Raimi-Einfluss spüren. Keine Ahnung, wie das eben im Original war. Also was, wie das abgeschwächt, verstärkt, geändert worden ist, diese Effekte. Grundsätzlich finde ich aber die Effekte an sich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Funktionieren bei mir auch, also sowohl was eben Make-up angeht, als auch die Tongestaltung, das Sounddesign. Gerade was du jetzt eben angesprochen hattest, wenn zum Schluss dann einmal jemand die Treppe runterkommt, zum Beispiel. Mir ist gerade das eingefallen, was ich witzig fand. Ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst komisch gemacht war oder nicht. Tut mir leid, wenn ich mal so reingrätsche. Und zwar, aber ich glaube, das war bewusst gemacht. Und zwar, wie dann der Polizist dann das Video guckt von dieser Überwachungskamera. Und dann sie kommt über Neo guckt rein. Und wenn auf einmal siehst du dann halt die Einblendung zu ihm. Und wo dann halt erwartest halt, dass sie jetzt hinter ihm steht oder rauskraucht oder ähnliches. Und er auf einmal den Kopf so wegnimmt und dieses so angeekelt guckt, so verängstigt, wo ich dann sagte, in diesem Moment, naja, auch Polizisten haben Schiss. Es geht einem keinem so spurlos vorbei. den Blick von ihm, den fand ich köstlich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so gemacht hat oder nicht. Hm. Und um das jetzt mal auf das, was du eben nochmal gesagt hast, Bezug zu nehmen, die Soundeffekte finde ich auch ganz toll gemacht. Ich finde, die sind auch funktionieren. Einwandfrei. Jetzt ist halt die Frage mit der Inszenierung, mit dem Make-up und ähnlichem. Also da gehe ich gar nicht mal so mit. Und zwar, ich glaube, auch eine Zeitgeistfrage. Ich meine, von wann ist der? 2004? Vier, ja. Also 13 Jahre ist der jetzt alt und ich habe den auch das erste Mal gesehen, als nachdem er rauskam. Zwischendurch irgendwann mal anscheinend mit dir, was ich verdrängt habe und dann noch das. Und ich fand die Effekte damals schon blöd. Also dieses Make-up, das fand ich ja auch so beruhigend. Ich finde diese ganze Art mit dem Kindern, da kommt im Horrorfilm, das hasse ich ja persönlich auch wie die Pest, da komme ich ja auch überhaupt nicht ran. Und dieses Make-up und so, das ist für mich so zwar schön gemacht, dass man halt sieht, dass das ein Mensch und das ist jetzt der böse Geist. Aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, Yorks. Wenn man jetzt so an Drag Me to Hell denkt, was er da so an Make-up und Artisten daran beschäftigt hat, ne, was dabei rauskam, wo du dich erschreckt hast, wie so eine Art Freddy Krüger-Niveau hattest, weißt du, wo ich dann, das findest du in diesem Film natürlich nicht. Und das sieht halt aus wie Make-up. Ich finde, das ist einfach nur weiß angemaltes Gesicht, dann immer schwarz rum. Und das fand ich jetzt damals enttäuschend. Und deshalb werde ich jetzt, wo man verwöhnt ist, natürlich auch mit ganz vielen anderen Filmen immer noch enttäuscht. Zwei Sachen würde ich dazu sagen. Also zum einen fällt mir gerade nochmal ein, die Bettdecke-Szene, die einerseits finde ich äußerst verstörend ist, in diesem Sinne, oh nein, ich auch noch unter der Bettdecke. Und wenn da einen das Gesicht anguckt, das ist glaube ich das, wo ich so denke, ja, es ist hammergruselig, aber irgendwie ist das auch das Gesicht, was da guckt, hat auch irgendwie so was, weiß ich nicht, so einen ganz verdrehten Humor für mich. Also wo ich irgendwie doch ein bisschen ein erlösendes Lächeln noch ganz leicht sich durchschiebt zwischen der ganzen Angst, die ich da empfinde. Das hätte ich auch gehabt, weil es ein bisschen trashig wirkte, fand ich. Na, ich weiß nicht, trashig, aber ich glaube, ich behaupte einfach, das sollte so auch irgendwie nicht ganz ultra schlimm ernst aussehen, sondern irgendwie so dieses, oder vielleicht wirkt es auch dadurch gleich nochmal so, wie es wirkt. Und das andere ist dann zum Thema Effekte, wenn, keine Ahnung, die Haushälterin zu ihrem Arbeitgeber kommt und die Treppe runtergeht und sich dann nochmal umdreht. Das war auch nochmal nett gemacht. Ja, was gibt's denn sonst so zu diesem Film zu sagen? Wie kamst du denn zurecht so mit den Zeitebenen, mit dem
Also ja, das war so ein Ding, ne? Also beim ersten Mal habe ich so gedacht, hä, wieso? Wieso? Steht denn jetzt, wird denn jetzt nicht eingeblendet, dass das, was ich ein Jahr vorher ist, drei Jahre vorher, einen Tag vorher, ein Tag, letztendlich war es ja ein Tag vorher. Also irgendwie habe ich auch nicht. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass es das überhaupt gar nicht hinhaut von der Zeitebene her mit der Yoko, die getötet wurde, wann soll die denn noch umgekommen sein? Also wenn die jetzt schon einen Tag vermisst wird, dann muss die ja am gleichen Tag auch umgebracht werden und die andere war ja die ganze Zeit da. Also das fand ich total komisch. Das hat für mich nicht gepasst. Das fand ich nicht nachvollziehbar im Nachhinein, wenn man das rückblickend betrachtet. Aber ich erst mal gedacht, was ist das? Dann habe ich es mal so hingenommen und nachher, als es dann so ging, das zweite Mal kam, habe ich gedacht, ach so, alles klar, dann ergibt es ja Sinn. Das hat man ja diesen Stil schon erkannt. Wenn du einmal das System bestiegen hast, ne, dann kommt das ja alles hin. Ja, aber wie gesagt, das mit der Yoko, ich weiß nicht, ob ich das mir jetzt einbilde oder ob ich da irgendwie nicht richtig aufgepasst habe. Ich hatte das Gefühl gehabt, wenn der Matthew und seine Frau einen Tag vorher gestorben sind und die Yoko den ganzen Tag mit der Frau alleine war und die ist auch einen Tag schon vermisst, wann ist die denn vor zwei Tagen gestorben? Also das ist, da war für mich ein Filmfehler drin. Auf den Filmfehler kann ich mich jetzt nicht zu durchringen, das zu unterstützen. Aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr enger Zeitraum. Auf jeden Fall fand ich es auch interessant, dass er einfach so gesprungen wird mit den Zeitebenen. Wie auch ohnehin wir lange uns vieles auch selbst zusammenreimen müssen. Ne? Zunächst, wir sehen eben Bill Pullman, der sagt erstmal so, ich mache heute den Bungee-Jumping-Sprung ohne Fallschirm und so eine Sachen. Dann kommt eben der nächste Handlungsstrang mit der, schon wieder vergessen, wie sie heißt halt die Haushälterin, die erste. Yoko. Das kann man sich ja wirklich leicht merken. Yoko noch. dann kommt wieder der Hüpfer sozusagen zum nächsten und so ganz langsam werden dann die Fäden sich verbinden oder wir sind mit dabei und wir fangen an, die zu verbinden. Fand ich tatsächlich für so einen Mainstream-Horrorfilm durchaus verhältnismäßig anspruchsvoll, dass eben, was du meinst, dass das nicht eingeblendet worden ist hier wie drei Tage früher. Ich weiß nicht, vielleicht sollte das bei den Untertiteln irgendwo noch passieren eigentlich, aber war halt nicht. Und dann ist ja auch zum Ende des Films gibt es ja dann auch dieses Verschmelzen der Zeit eben, wo dann eben die sich quasi ja begegnen auf eine gewisse Art und Weise, zwei Protagonisten. Also ich fand es einen interessanten Kniff. Mit der Erklärung überlege ich auch schon, habe ich jetzt auch schon nebenbei mal angefangen zu überlegen, was ist denn so für dich die Moral von der Geschichte? Sei als Ehefrau nie untreu? Oder muss man das sofort beichten und nicht in ein Büchlein schreiben? Ach Gott, das ist ja, da kannst du ja verschiedene Ebenen angehen. Für mich ist die Moral der Geschichte des Films tatsächlich, geh nicht in fremde Häuser. War jetzt eigentlich doppelt und dreifach fies, ne? Die wollen eigentlich nur helfen, die meisten, die in dieses Haus kommen oder die dann in das Haus kommen und die müssen dann so leiden. Ich fand es mir so ganz fies, um diesen Kniff insgesamt selbst, ne? Also ich möchte jetzt mal kurz auf die Figur des Bill Pullman eingehen. Der wurde ja der wurde ja in mehreren Ebenen ist er ja angeschissen. Also Nummer eins kennt er die erstmal gar nicht, nachdem sie die ganzen Liebesbriefe oder was ist, ich weiß ja gar nicht, ob das Liebesbriefe waren, die sie ihm geschickt hat oder was in den Briefen drin stand selbst. Das hat ihn ja nur auf die so neugierig gemacht, weil sie nicht aufgehört hat, ihm zu schreiben. Den Eindruck hatte ich eher. Erstmal kommt er da an und dann ist das Ding dann schon komplett gelaufen. Das heißt, der kriegt den ersten Fluch ab. Dann ist halt das zweite, ja, das ist halt die große Frage, hat er den Fluch überhaupt abgekriegt? Oder hat sie bei ihm eine Ausnahme gemacht oder nicht? Dann erfährt er erstmal ganz unglücklich, dass er gestalkt wurde die ganze Zeit. Und diese gefährt er ja nicht mal. Das kriegt er ja nicht mit, das gefällt sie nachher, dass er sieht, er gestalkt wurde. Da war ja gar nicht der Geist drauf, da hat sie ja noch gelebt. Naja, aber er findet ja dieses Büchlein und das eine Foto fällt raus. Und ich würde schon annehmen, dass das Foto eins aus seinem privaten Besitz eigentlich ist, weil. Ja, das ist das gleiche Foto, was die Frau da stehen hat in der Wohnung, exakt das gleiche. Ja. Also ja. Daraus wird er sich doch ableiten können, oh ja, da hat jemand irgendwie in meine Privatsphäre eingegriffen. Ja, aber ich weiß nicht, das Bild denn hergehabt. Also, das ist ja, ja, das ist ja die Frage. Ja, aber auch so im Nachhinein, wenn man die gleiche Person auf den Bildern trifft, das finde ich auch gruselig. Ich meine, das ist ja hingestellt. Das ist für mich die Frage, natürlich, die ich stellen möchte, weil wir zwei Theorien im Film gehört haben. Hat Bill Pullman sich umgebracht oder wurde er umgebracht? Ja, ist eigentlich eine interessante Frage tatsächlich, ja, weil du hast recht, dass man in seiner Gegenwart den Geist nicht sieht. Er sieht tatsächlich nur in Anführungszeichen, oder
wir sehen nur in dieser Zeitüberschneidungsszene, wie er halt das Buch, wie er alles entdeckt. Die Leichen. Sieht er den Jungen als toten Jungen auch nicht, ne? Das, er was spielt er als ja ehesten, noch mit ihm. Der Junge war ja schon tot, der macht ja diese die Mauzi nach. Ja, aber sieht Bill Pullman den toten Jungen? Also, weiß, kommt, auf, die, kommt drauf an, wo der liegt. Den, weiß, wo der den Geist der Jungen dann eben so rum. Also das, was nach meiner Einschätzung jetzt Bill Pullman am ehesten als eine Geistererscheinung wahrnimmt, ist ja Sarah Michelle Gellar, die ihn beobachtet. Wo er so halb so nach ihr, wo er das Gefühl hat, da ist jemand oder da stößt gerade jemand mit ihm zusammen. Aber er selbst, oder wir sehen es nicht so, dass er irgendeine dieser Geistererscheinungen sehen kann. Oder na, er sieht ihn keinen Jungen, ne? Der müsste jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon tot sein. Und der, also in den Zeitungsartikel steht ja drin, dass der Vater sich seine Frau und sein Kind getötet hat und nachher hat er sich selbst erhängt. Schon ein Zeitungsartikel ja. Drin. So, und der Junge, der Junge, den er da hat, das ist ja auch ein Geist. Das siehst du ja, wenn er die Gusche auch so weit aufreißt und alles. Ja. Das war halt die Frage, aber jetzt hat man natürlich nur eingeblendet gesehen, wie die Frau sozusagen aus dem Schrank fällt und er da hängt. Das ist natürlich die Frage, ist denn die Junge Leiche beim Vater? Weiß man ja nicht, weil das fand ich auch komisch, weil die beiden Polizisten haben ja gesagt, dass die alle drei auf dem Dachboden gefunden worden sind. Das war ja auch nicht. Ich glaube, mir war so, als hätten sie auf dem Dachboden dann die Dings gefunden, also die nächsten hier. Die Familie, die dann gezogen ist, halt die beiden, das Paar. Ja, was haben sie ja gesagt, bevor sie die gefunden haben? Naja, egal. Nein, ich weiß auch nicht mehr. Ein sehr, sehr komplexer, hochgradig vertrickter und vertrackter Film. Was mich noch zu einer Frage bringt, Bill Pullman. Aber um das noch kurz abschließen, so, genau, ja. Also ich behaupte jetzt eben einfach mal, Bill Pullman hat nur echte Leichen gesehen und keine sich wieder bewegenden und geisterhaften Leichen und hat sich am Endeffekt tatsächlich, so wie du das vorhin mal angedeutet hast, noch vor dem Podcast aufgenommen haben, tatsächlich einfach deswegen selbst umgebracht, weil er mit diesen Bildern im Kopf nicht leben konnte oder mit dem, was er da gesehen hat, würde ich tatsächlich. So gar nicht darüber geredet haben, aber wenn ich das gehört habe, bin ich echt schlau. Ja. Du hast es als eine Theorie in den Raum gestellt. Ja, also ich würde da auch tatsächlich mitgehen, weil er guckt ja seine Frau, die 20 Jahre jünger sein soll, als der Arme, 20 Jahre jünger ist, guckt er an und er guckt auch nicht irgendwie in irgendeine Ecke oder an ihr vorbei oder sonst wie, weil da noch jemand steht und macht, sondern er guckt sie an und fliegt los. Ja, also ich denke auch, dass es Suizid war. Also ich denke auch, dass er von der Geisterwelt immer betroffen war, dass er den einzigen Geist, mit dem er Kontakt hatte, war der kleine Junge, den hat er, glaube ich, nicht als Geist unbedingt wahrgenommen in dem Moment. Ja, ich denke, das von den Anzeichen her würde ich auch sagen, er kann damit nicht umgehen, sozusagen, dass er, vielleicht gibt er sich auch sogar die Schuld, nachdem er gesehen hat, warum, dass er so im Fokus von ihr stand und der Mann das entdeckt hat, dass er vielleicht denkt, er ist selber der Auslöser von dieser ganzen Familientragödie und empfindet er das auch noch und sie kann die Bilder nicht vergessen. Ich glaube, das ist so ein komplexes Ding, warum er selbst das Leben beendet hat. Weil die anderen Leichen, die, wenn die dann angeguckt werden, die fallen ja dann immer gleich um, die fallen ja dann nicht. Die bringen sich ja nicht, wenn nicht zum Suizid getrieben, die sind ja dann tot. Es wäre ja noch eine super Wendung gewesen zum Schluss, wenn quasi ganz am Ende Bill Pullman als Geist dagestanden hätte und gemacht hätte. Das ist ja komisch gewesen, ne? Aber das Gute an der Sache ist, dass durch ihn ist das Haus jetzt nicht verhext, weil der rausgehüpft ist auf die Straße. Na, das hätte ich ja sowieso gesagt, dass es an dem Haus der Familie liegt und dass Bill Pullman zwar vielleicht das Ding mitschleppt, aber nicht damit andere Häuser infizieren kann. Also meine ich das auch nicht, aber es wurde ja am Anfang eingeblendet, dass es in Japan die Legende ist, so. Wenn da einmal irgendwo eine Tragödie passiert, dann ist ja sozusagen das Haus verflucht und der Ort selbst verflucht. Das heißt, wenn jetzt Bill Pullman sich umgebracht hat, in der seine Wohnung hätte, dann hätte er ja auch als bösen Geist diese Wohnung verflucht. Oder ist dann die Straße verflucht, auf der er gelandet ist? Naja, das ergibt ja keinen Sinn. Hm. Dass es diese Legende gibt im Haus. Aber ich meine jetzt, man kann das ja weiterdrehen, deswegen finde ich es ja sehr nett, dass er rausgehüpft ist. Sehr nett von ihm. Sehr aufmerksam. Ja. Aber an dieser Stelle möchte ich noch eine Frage stellen. Die Sätze, dann höre ich auch auf zu nerven, was die Bill Pullman Charakter angeht. Ich glaube, den haben sie auch nachträglich nur so reingeschnitten, damit er da ist. Als sie dann sozusagen diese ganzen Recherchen anstellt und auf dieses Dach von dem Haus kommt, dem kleinen Scheißerchen und den, was diese große Tragödie in diesem Haus war, finde ich erstmal schon krass, dass irgendwie eine japanische Zeitung auf Englisch ist. Und zum Zweiten,
ist ja darunter der separate Artikel, dass der Professor getötet, also dass er Selbstmord begangen hat. Ja, wieso geht sie denn zu dem hin? Also weißt du, was ich meine? Wenn ja bei uns jetzt auf der Ecke was passiert und ich lese und daneben steht einen anderen Artikel, dann gehe ich ja auch nicht zu dem hin wegen dem. Jetzt sie dann da die Verbindung hergestellt. Ja, hat sie halt irgendwie, keine Ahnung, habe ich auch nicht mitbekommen. Gibt's bestimmt irgendwas. Irgendwas war da. Der hat gedacht, na, mit denen kann ich Englisch reden, das ist leichter. Ja, aber es wird eigentlich. Achso, und dass die Zeitung auf Englisch ist, das ist ja die Daily News Tokyo. Die Daily News ist, glaube ich, eine englische Zeitung, die dann halt da so eben den Tokyo-Ableger hat. Würde ich jetzt so. Achso, okay, das klingt logisch, ja. Na gut, vielleicht schon noch drin, dass er die Leichen findet. Aber normalerweise steht das ja in der Zeitung nicht drin. Das war das, wo ich so gedacht habe, wie kommt sie denn jetzt auf die Spur? Das ist ja cool. Ich kloppe mal alle Toten von dem Tag ab. Ja, ja, das war für mich nicht. Da habe ich einen Denkfehler. Da habe ich den Sprung nicht geschafft. Ja, nee. Aber verstehe ich jetzt. Also ist das jetzt irrational? Nee, ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Ich überlege gerade, ob mir da noch was aufgefallen ist an der Stelle, aber ich will auch sagen, irgendwas, vielleicht stand da irgendwas im Artikel. Ja. Was gibt es denn sonst noch so zu sagen zu diesem Film? Ja, welche Rolle spielt denn das, dass das in Tokio ist? Und naja, in Amerika haben sie diesen Aberglauben nicht, ne? Also oder andersrum spielt diese Rolle, ist dieses, das Fremdsein, hat es nochmal irgendwelche besonderen Aspekte, die das hinzufügt zu den Figuren, zu den Charakteren? Meistens sind ja wirklich nur kurz zu sehen und wir machen so, ach naja, wir sind jetzt hierher gezogen und das wird schon und wenn nicht. Und das fand ich zum Beispiel lustig, die Szene, wenn sie einkaufen geht und testet, ja, kann ich diese Nudeln essen? Keine Ahnung. Dieses Lost in Translation. Jetzt haben wir ja ganz über Bill Pullman geredet, der am wenigsten Sendezeit hat tatsächlich. Ja, aber am Ende holt er nochmal gut auf. Ja, na gut, das ist schon richtig. Aber wollen wir für uns vielleicht mal den Hauptdarstellern widmen? Ja. Also Michael Geller und Jason Baer. Ja, ich weiß gar nicht, ist Jason Baer auch noch ein Hauptdarsteller oder ist der nicht auch schon? Ja, der ist auf jeden Fall als zweites im Cast gelistet. Ja. Ja, erzähl mal. Ja. Also ich finde, also die fast verstörendste Szene aus Sicht der Realität ist für mich eigentlich im Finale. Sarah Michelle Gellar ist völlig physisch wie psychisch kaputt. Wird aber erstmal als Leichtschau ausgebracht. Gucken Sie mal, wer das jetzt hier ist. Sie müssen mal kurz identifizieren helfen. Ich denke, Alter, gebt dieser Frau doch wenigstens eine Nacht zum Schlafen oder so, dass sie sich mal ansatzweise vielleicht erholen kann. Auch wenn dieser Fluch mit Sicherheit noch hinter ihr her ist. Aber das ist so eins, ja, komm mal runter, Frau, hier, du musst dir den mal angucken. Ich denke, hier geht wirklich, gibt es keinerlei Mitleid oder Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen. Wir müssen diesen Film jetzt zu Ende bringen hier, du musst mal gleich in alle kommen. Ja, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Also der Charakter geht mir jetzt auch nicht sonderlich nahe. Ist vielleicht dadurch, dass Sarah Michelle Gellar so eine gewisse Präsenz an sich hat. Die dir nie nahe geht? Oder wie meinst du das jetzt? Was? Wie meinst du, dass der Charakter geht dir nicht nahe? Geht mir nicht nahe, im Sinne von, also das ist ja jetzt nicht eine Figur, die super großartig entwickelt wird. Wir kriegen halt nur das dieses, ist aber keine von den Figuren. Ja, ja, deswegen ist halt so die Frage, die Angst kommt eigentlich mehr für mich von diesem Geistererscheinung oder von diesem Fluch, als dass ich jetzt sage, oh nein, dieser arme Charakter, den habe ich jetzt so lange und so gut kennengelernt, wenn dem jetzt was passiert ist, trifft mich dann auch nochmal persönlich, deswegen ist mehr so die Schocksache da. Na gut, aber vielleicht haben sie es ja bewusst so gemacht, dass man sich nicht den Fall weil ja eh alle abgemurkt werden. Ist jetzt auch nicht, also das ist noch nicht unbedingt wertend gemeint, sondern einfach nur so als Feststellung. Ich überlege jetzt gerade wieder, muss ich wieder Drag Me to Hell kommen, wo sie mir durchaus ja so ein bisschen, wo ich mit ihr auch mitleide, durchaus in dem Film. Auch wenn sie, glaube ich, letztlich auch nicht so ein super tiefer Charakter ist. Aber schon eben mehr, da ich das ja, aber ich fast alles sympathisch, niedlich, da ja. Eben abspielt. Ja, ich hatte ja damals den Film geguckt, auch unter anderem wegen Jason Baer und Sarah Michelle Gellar. Die hatte ich ja zusammen das letzte Mal gesehen bei Buffy, zweite Staffel, in der Lie to Me-Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der deutsche Titel ist. Ja. Ist egal, da haben die ja auch zusammen gespielt. Das sind natürlich für mich beide Relikte aus den 90ern. Michelle Gellar, weil ich ja ein großer Buffy im Banner dem Mond-Fan bin. Und gleichzeitig auch ein riesengroßer Roswell-Fan, auch ein Produkt der 90er. Und da ist ja Jason Baer die Hauptrolle. Da spielt er ja die Max. Deswegen finde ich es immer ganz toll, wenn meine Seriencharaktere irgendwie in Filmen zusammenkommen. Das muss man ja unterstützen.
Ich finde tatsächlich, dass ich sehe es genauso wie du, dass da keine Charakterausarbeitung großartig erfolgt. Tatsächlich finde ich noch Simpler Girl am sympathischsten, weil es die einzige ist, die eine Charakterausarbeitung eventuell hat. Aber ich bin nicht der Ansicht, dass die Schauspieler irgendwie groß ihre Schauspieltalente da ausspielen könnten oder ähnliches. Das ist irgendwie nicht groß gefordert gefühlt. Weiß ich nicht. Das finde ich schade. Hätte man auch anders lösen können. Tatsächlich hättest du auch andere Leute nehmen können. So. Also, jetzt in der Besetzung, meinst du? Ja, oder? Also ich finde, die kannst du den jetzt nicht nachtragen. Also dieses, was ich in dem Film, wo der Film für mich kränkelt, das hat mit den Schauspielern wenig zu tun, weil die ja nicht, das liegt dann eher in der Inszenierung, weil die Schauspieler gar nicht die Möglichkeit haben, was zu machen, groß, finde ich. Finde aber, dass der Michelle Geller sehr schön angekleidet war, finde ich glaube auch cool. Ja, es gab da so ein, zwei Anmerkungen, ja, dass ich zum Kleidungsstil. Naja, das ist sehr hübsch. Da kommt das Mädchen immer durch. Ja, ich überlege noch, weil ich ja sonst mich, also ich hatte jetzt auch in der Folge davor, gerade bei Nightmare on Elm Street 2, immer noch so dieses, ja, und das ist halt symbolisch dafür und hier haben wir noch eine Metapher so ungefähr. Aber hier ist für mich wirklich so, ja, da ist ein Fluch, der ist an das Haus gekettet und wenn nicht, ich weiß gar nicht, was die Lösung sein kann, das Haus abgerissen wird oder bis auf die Grundmauer niedergebrannt wird und ein Parktor errichtet wird und dann wird bis auf viele weitere 100 Jahre werden da immer wieder Menschen sterben, die von diesem Fluch verfolgt werden. So kannst du eine ganze Stadt ausrotten. Alle mal reinkommen und dann, ja. Nee, also was das so, was ist das für eine Gefahr oder für ein Gleichnis vielleicht darstellt, also so wie bei Halloween zum Beispiel man ja das so lesen kann, naja, die Gefahr oder das Beunruhigende ist eben, die Gefahr kann von überall kommen, hinter dieser geordneten Vorstadtwelt könnte hinter jeder Tür dieses Grauen lauern, einfallen und dass du davor gewarnt wirst. Und hier ist ja eigentlich, hier kriegt das nicht so ganz drauf kopiert, vielleicht weil ich nicht so mit der Struktur der geografischen oder der Stadtstruktur von Tokio auskenne, das nicht einschätzen kann, ob das eben so ein Vororthaus ist oder ein Relikt dieses Haus darstellt, weil sonst alles schon ultra dicht bebaut ist und eine hohe Einwohnerzahl. Oder eine allerdings, das habe ich echt gewundert, wenn man hier immer so hört, dass der Wohnraum da knapp ist und alles. Und das war aber diese riesen Villa da, wo die Räume nicht mal irgendwie, wo das Gefühl hat, die Frau liegt nur unten im Erdgeschoss und wo sagt man eigentlich das obere Stockwerk? Ja gut, aber das hing ja damit zusammen, dass eben gerade erst vor 2 Tagen das andere Paar, was dort lebte, diese Räume ja eigentlich belegt hatte. Ja, aber wir hatten das zugeklebt oben. Ja, viele Fragen sind da noch offen. Wem gehört eigentlich die Katze? Dem Jungen. Die hat er ja auf dem Foto gehabt. Ach. Und, ach, die wurde ja auch ertränkt. Die wurde auch ein Opfer. Die wurde ertränkt in der Badewanne. Und der Junge auch. Ja. Ja, aber jetzt sowas zu sagen wie, oder was ich halt so überlege, naja, irgendwann passiert, also passiert eigentlich irgendwann tatsächlich in jedem Haus mal so eine Tragödie? Wahrscheinlich nicht. Aber ja, also ich kriege das nicht so quasi abstrahiert, wie das bei anderen Filmen mir passend erscheint. Was ist denn jetzt genau dein Problem? Na, das, wie gesagt, bei Halloween zum Beispiel, dass man es das natürlich ganz konkret, Michael Myers, das Böse dreht, läuft durch die Stadt, aber dass man es das eben auch abstrahieren kann, im Sinne von das Böse lauert letztlich überall, kann hinter jeder Tür lauern, man kann sich gar nicht sicher fühlen. Bei Halloween? Ja. Weil er überall reinkommen kann oder was? Ja, dass er quasi das personifizierte Böse darstellt und dieses Böse ist einfach da, ob man es nun möchte oder nicht. Und selbst wenn man eben sich in so einer sicheren, in einem sicheren Örtchen wähnt oder in so einer schön gemachten Vorstadt hinter dieser tollen Fassade, kann trotzdem das Böse lauern und du kannst eben nichts dagegen machen eigentlich so. Also das ist schon so eine gewisse Hilflosigkeit da. Aber das findest du, das, wenn du jetzt mit dieser Argumentation, das finde ich, ist in diesem Film genauso da. Weil jetzt dann am Anfang gesagt wird, dass laut der japanischen Legende, weil wo was Schlimmes passiert, sozusagen das Böse bleibt und der Fluch ist. Das ist ja dann nicht nur dieses eine Haus, das ist überall, wo Gewalttaten sind. Deswegen meine ich ja, wenn es immer daran gekribbelt ist, wenn du dieses Haus nie was betrittst und eh das irgendwie, da müssen ja erstmal sich die Leute sterben, eh die das mal mit dem Haus in Verbindung bringen, weil man die Leute ja nicht aber, glaube ich, unbedingt sind. Das erschien das für mich nicht so. Ja, ganz ehrlich, also da kannst du, deswegen meine ich das ja, du kannst ja mit die ganze Insel ausrotten. Naja, also für mich ist halt die Frage,
passiert denn überall mal irgendwie so eine Tragödie? Also, dass da eben man sich gegenseitig umbringt tatsächlich oder dann auch selbst umbringt? Die Frage ist ja, ab wann wirst du ein Geist, ne? Aber wenn du jetzt eine Gewalt hattest, wie viele Morde passieren in Großstädten? Und dann eben so, wie gesagt, die weitere Ausführung dieses, naja, was passiert denn, wenn jemand dieses Haus abreißt und vielleicht ein neues Haus dahin baut? Ist das dann trotzdem noch, weil halt der gleiche Grund und Boden ist oder gelten da neue Regeln, dann ist es ein neues Haus und fertig. Das ist besiegt. Die alte Indianer-Friedhof-Theorie. Ja, so, ist das so quasi so eine Art Erbsünde, die sich dann eben für ewig da hält an diesem Ort? Ja, das wäre grausig, ne? So, und dementsprechend, ja, dann hast du wirklich irgendwann ja alles. Also das wäre vielleicht dann tatsächlich so eine ganz abstrakt dargestellte Sache, dass wahrscheinlich irgendwo immer mal, irgendwann ist wirklich mal. Irgendwann ist tatsächlich an jedem Ort mal irgendwie was Schlimmes passiert und damit muss man dann eben auch Generationen später leben. Hast ja keine Chance an dem Film, wenn du jetzt weiter ausgetritt. Ja, also wenn man sich dem nicht stellt, kommt man, dann sickert es eben immer so weiter durch. Ja, ist ja gerade die Frage, kann man das dann in Anführungszeichen bekämpfen, indem man sich dem stellt oder so? Ja, glaube ich nicht, weil es ja bestimmt geil ist, wenn er hereingegangen hat, sich die Geschichte angeguckt und wurde ja trotzdem noch raufgesucht. Ja, der Film sagt am Ende, da ist trotzdem, es geht immer weiter. Ja, du kriegst es auf jeden Fall nicht weg. Du musst reformieren, ne? Jetzt kommen wir gerade in eine dystopische Gedankenwelt rein. Was mich dann natürlich auf eine Frage führt. Wir können jetzt fragen, ob das dann immer tödlich sein muss für die danach. Ob man daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann, aus dem, was dort passiert ist, dass das nicht weiter passiert. Du meinst, ein Verrückter muss sein. Naja, ich komme da nicht zu einem richtigen Ergebnis. Ja, die Frage für mich ist ja auch, haben sie Bullpummer damals in Ruhe gelassen, weil sie immer noch in ihn verliebt war, auch im Jenseits? Ja, aber dann hätte ja trotzdem andere Familienmitglieder auf ihn losgehen. Also gerade dann hätte er... Na gut, vielleicht hätte er sie auch schnell umgebracht, ne, weiß ja nicht. Vielleicht ging das ja auch ruckzuck. Der männliche Charakter. Ja, ich weiß es nicht. Der muss ja am gleichen Tag passiert sein, sonst hätte er ja nicht beißen in der Zeitung gestanden. Ja. Naja, nichtsdestotrotz, weil die Frage, die sich bei mir natürlich aufdrängt, ist natürlich die Klischee-Frage schlechthin. Das habe ich vorhin erwähnt, dass ja nun dieser Anfang, du kannst dich auch erinnern, dieser Anfang 2000er, diese Welle, ne, wo die ganzen japanischen Filme nach amerikanisches Kino transferiert werden. Meinst du, der Film hätte für dich auch funktioniert, hätte man es komplett in die amerikanische Welt eingepasst und hätte auf den japanischen Hintergrund verzichtet? Ja, in der Theorie auf jeden Fall, dass man einfach sagt, naja, hier ist ein Fluch, wird ja hier in den Texttafeln zu Beginn einmal gesagt, hier an einem Ort, an dem was Böses passiert, entsteht ein Fluch und wer an diesen Ort kommt, ja, dann geht's ab. Also das hätte ich jetzt nicht mit einem speziellen Kulturkreis unbedingt verbunden, es würde überall funktionieren. Meinst du? Würde man denken, aber Amerika ja tatsächlich mit Früchten eher solche Indianer oder amerikanischen Einwohner? Ja, also das wäre... Hättest du auf einmal einen Indianer aus der Ecke geschubst, oder? Das wäre natürlich dann noch die andere Frage, ob man das, oder wie man dann dieses Grundding, etwas Böses passiert, ein Fluch wird geboren, auf den jeweiligen Kulturkreis dann nochmal irgendwie anders darstellt. Wie eben zum Beispiel Indianer in Amerika. Na, da vielleicht Indianer sagen, ne? Eher amerikanische Ureinwohner, oder? Ich versuche jetzt gerade für Europa irgendwas zu finden, aber da fällt mir auch gerade nichts Gutes ein. Oh, es ist schon ein bisschen später. Aber die Geschichte an sich auf jeden Fall, grundsätzlich kann das überall passieren. Und ich glaube, so funktionieren auch viele Filme irgendwie. Ist da ein Fluch? Oder vielleicht ist es dann ja, dass eher so mysteriöse Dinge geschehen, die wie ein Fluch wirken und dann wird das irgendwie aufgeklärt über einen. Mensch, Sam Raimi macht gerne Fluchdinge, ne? Also Brahman. Ich meine, Dragon Tail war ja auch Fluch. Das ist halt die Frage bei Spider-Man, ne? Ist das auch ein Fluch? Was hat er sonst gemacht noch? Tanz der Teufel. Seine Reihe zum Beispiel. Du bist ja einer der größten Anhänger dieser Reihe, ich weiß. Was gibt's noch? Jetzt bohr doch nicht weiter nach. Also die Tanz der Teufel, Tanz der Hölle 2 und Army of Darkness. Ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch diese Filme liebt und vergöttert. Darkman hat er noch gemacht, den habe ich auch noch nicht gesehen, mit Liam Neeson als, ich weiß gar nicht, möglicherweise Anti- Comic-Superheld-Figur. Ich bin so ein Comic-Fan. Ich will ihn auch gar nicht sehen, ob das ein Comic-Vorlage ist. Ach, naja. Aber er hat noch so ein paar Sachen gemacht und ist, glaube ich, eben einer der
sein Ding durchzieht. Ich fand diese Spider-Man-Reihe fand ich damals ganz fantastisch. Das war mich die beste. Da bin ich rausgestiegen. Dieser neue Marvel-Trend, nee. Ja, aber geguckt haben die beiden. Ja, Spider-Man ist auf jeden Fall was anderes. Also wir den ganz neuen Spider-Man haben wir gar nicht gesehen, den Homecoming. Ja, den nicht mehr richtig. Aber die ganze Franchise sind wir ausgestiegen. Amazing Spider-Man-Dinger, die beiden. Aber wir waren ja eigentlich noch bei The Grudge. Entschuldigung. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nie so einen Fluch abbekomme. Obwohl andererseits ist ja dann auch relativ schnell vorbei, ne? Ja, du findest immer schön, dass du so ein Optimist bist. Ja, das ist so dieses, ist jetzt nicht, dass da einer noch 10 Jahre an seiner Wunde, die jeden Tag total wehtut, dahin sieht, sondern es ist ja wirklich so, Fluch bekommen, zack, paar Stunden später war es das für denjenigen. Das mich ja wundert tatsächlich. Also beziehungsweise, eigentlich könnte man noch, wenn man knallhart ist, noch fragen, ja, war es das wirklich, weil zum Beispiel die im Bett, da wissen wir ja auch nicht, steckt die jetzt in den Daunen fest, sie im Bettkasten gefangen und rottet da vor sich hin und 10 Jahre später merkt der x-te Nachmieter, irgendwas riecht hier komisch, wir müssen mal das Bett rausreißen. Das bleibt ja tatsächlich sehr offen. Es werden, glaube ich, auch nicht alle Leichen gefunden, oder? Wen alle Leichen? Nee, haben sie ja gesagt, verschwunden, auch bei den Kollegen, das ist irgendwie einer immer verschwunden. Ja, vielleicht ist ja mal das Kind, war der Junge auch verschwunden, die gleiche vom Jungen, dass immer zwei ermordet werden, einer verschwunden. Das ist das vielleicht ein Schema. Zwei tot, einer verschwunden. Das hat er doch auch erzählt, das hat er auch gesagt bei seinen Kollegen. Außer Sarah Michelle Gellar, die bleibt da. Nee, aber jetzt überleg doch mal, das könnte doch wirklich sein. Weil seine Kollegen, die es ermittelt haben, andere Leute, die ermittelt haben, zwei tot, einer verschwunden. Jetzt hast du diese Dreierfamilie. Zwei tot, einer verschwunden. Na gut. Ist die Großmutter, ist die eigentlich auch nachher weg? Was war denn mit der eigentlich? Na, die war tot, wurde vom Krankenwagen abtransportiert. Deswegen habe ich ja gesagt, da müssen ja, da standen ja irgendwie 6 oder 7 Krankenwagen vor der Tür, wenn die alle im Haus waren, die müssten ja alle. Katze nehmen wir auch mit. Großmutter nehmen wir auch mit. Was haben wir noch? Gucken wir. Ja, die Frage ist ja tatsächlich, wenn es diese Prämisse, wenn du diese Grundprämisse hast, man darf ja nicht so hinterfragen, ne? Aber ich hinterfrage ja mal gerne. Wenn die Grundprämisse hast, dass tatsächlich irgendwo was Böses passiert, dass da halt immer sozusagen der Fluch kommt. Ja, aber dann, ich meine, kann man denn böser sterben als durch einen Fluch? Also würden müssen, die kommen die dann auch alle wieder? Ist dann das Haus nachher voll und voll mit Leuten, die machen? Nö, also, das bleibt bei den dreien. Also bei Mutter, Vater, Kind. Warum denn? Die sind doch auch bestialisch getötet worden. Ja, aber, na, weil die quasi der Ursprung sind, dieses Fluches. Die ja, und, aber die anderen sind doch unfair, gleiches Recht für alle. Also das ist doch gemein. Ja, die anderen sind die Opfer. Das ist doch nicht fair. Die Opfer. Das ist jetzt aber nicht fair. Ja gut, dann nehmen wir dich nicht. Tja, so läuft das eben nicht in der Welt dieser Flüche. Naja, ich meine, so vom Grundprinzip, also wenn ich diese Aussage wörtlich nehme, dann ist die ja nicht ganz zutreffend. Ja, da hat sich der Erfinder der Mythologie nicht so ganz einen Gedanken gemacht, wie das auf dem nächsten Level ausgeht. Ja, könnte man die vorwerfen. Ich meine ja nur. Ja. Ja, aber vielleicht wird das ja auch in den Sequels irgendwie angesprochen. Die habe ich aber auch nie gesehen. Hast du da was gesehen? Teil 2, 3? Nee, ich weiß nur, dass jetzt der zweite Teil den ersten, ich sag mal so, der zweite Teil war nach den ersten 2 Minuten für mich nicht mehr notwendig, weiter zu gucken. Okay. Da frage ich jetzt nicht weiter nach. Ja, The Grudge. Ich weiß gar nicht, Inszenierungsstil. Also ich meine, die Kameraarbeit und so und Schnitttechnik, das ist, finde ich, alles auf nicht auf außergewöhnlichem Niveau, aber es ist schon so gehobener Standard, würde ich sagen. Es ist schon durchaus es ist gut gemacht. Haben sie sich Mühe gegeben. Also es ist schon auf einem gewissen Level, auch wenn eben vieles Klischee getränkt ist. Also dass man eigentlich genau weiß, wie sich die Szene wohl entwickeln wird. Und dass eben der Abschluss immer wieder sehr, sehr ähnlich ist, was so den Jumpscare-Effekt angeht. Für mich aber trotzdem durchaus wirkungsvoll, würde ich sagen. Ja, das wäre so mein Versuch einer Art eines Fazits. Hast du noch irgendwas, was du zu diesem Film loswerden möchtest? Ich hatte einen Gedanken und der ist gerade weggeschwommen. Was war der Gedanke gegen den Bus mit? Ah ja, also ja, ich stimme dir zu, ist alles schön und gut. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, ich finde es auch interessant. Ich habe ja noch nicht so den Einblick, was diese östliche Wohnkultur und alles angeht. Ich fand das halt sehr minimalistisch gemacht. Aber ich fand es halt krass, egal wer da gewohnt hat oder wer da war, immer waren die Schränke leer. Vor allem haben die keine Klamotten da, also
Naja, die sind ja, also zumindest bei den mit der Großmutter, die sind ja gerade erst eingezogen, würde ich sagen. Das war halt noch nicht so komplett eingeräumt. Ja, und die davor? Mäßig. Sind die auch gerade erst eingezogen? Ja, 3 Jahre lang stand das Haus leer. Ja, und davor die Originalfamilie, die hing ja auch im Schrank, der war ja auch leer. Also ich will jetzt da nicht. Da waren ja schon Leichen dann drin. Hm. Ja, hat er vorher ausgeräumt oder was? Ja. Naja, ich will die nicht schuldig erscheinen. Aber die mussten so viel Geld für das Haus zahlen, dass sie keine Klamotten leisten konnten. Okay, ich wollte nur mal kurz anmerken, dass ich es komisch fand. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht so genau. Kann ich auch noch keine Antwort geben. Das Mysteriöse. Ja, wie gesagt, also ich habe ihn tatsächlich, ich habe ihm 5 von 10 Punkten gegeben. Ja, ich glaube, ich würde auch so bei diesen 2,5 von 5 Sternchen landen bei Letterboxd. Ja. Achso, ja, ich bin ja auf der IMDb-Schiene. Ja, so. Gleich. Also ich bewerte ja sogar bei UFTB, Moviepilot und Letterboxd. Boah, anstrengend. Ja, ich bin Klischee, mache nur IMDb. Aber dann haben wir es soweit erstmal, ne, mit The Grudge. Ja. Ich glaube, jetzt reicht es auch mal. Ich muss jetzt noch ein 4. Mal sehen. Das reicht's auch. Ja, mir reicht das sowieso. Ist mir schon schlimm genug, wenn ich an diese Sachen denke. Welche denn? An das, was da so im Film passiert. Wollen wir abschließend noch sagen, was die schlimmste Szene für jeden war? Nein. Du darfst das gerne machen. Ja, mach mal. Die Kamerasache. Kamerasache. Wie sie aus dem Schatten hochkommt, das fand ich schon so jux. Ja, bei mir ist es eine Mischung. Also bei mir ist einerseits die Bettdecke-Szene, weil das wieder so ein quasi intimer geht's eigentlich nicht. Das Bett, so was ja eigentlich der Wohlfühl- und Kuschelort ist. Was aber, wie gesagt, für mich ein bisschen durch das Finale, durch die Auflösung, durch diesen Effekt ein bisschen gebrochen wird, wenn das Gesicht dann da auftaucht, weil es einerseits gruselig ist natürlich an sich, aber das Gesicht irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, irgendwie was komisch Lustiges hat für mich. Aber ich glaube, das ist so, dass für mich ist es, glaube ich, am meisten der Fakt, dass es weniger eine Szene als einfach diese Tatsache an sich, dass das nicht an dieses Haus gebunden ist. Das heißt sozusagen, wenn du aus dem Haus raus bist, dann ist alles gut in Anführungszeichen, sondern dass sobald du einmal in diesem Haus drin warst, du verfolgt wirst bis nach Amerika wahrscheinlich. Das ist echt eine Frechheit, muss ich auch sagen. Das ist echt ganz schön gemein. Also das, was wirklich so dieses Unwohlsein auslöst, dass es eben, ja, dieser Schatten, dass der Schatten dann an dir dranhängt. Ich finde das auch doof. Damals in dem Zuge dieser Zeit gab es ja auch ganz viele Veräppelungen und sozusagen, wenn Leute sich im Fahrstuhl versteckt haben oder so gemacht haben, und das war ja auf old YouTube auch und ist rumgegangen. Und jetzt habe ich mir damals mal angeguckt und teilweise war es ja auch wirklich köstlich an Reaktionen. Und dadurch, dass ich den Film jetzt so lange nicht gesehen hatte, wusste ich mir jetzt nicht, ist das jetzt so viel wirklich drin oder ist das jetzt von diesen Veräppelungen? Dieses, naja, mal gucken. Deswegen, und so diese Szene mit der Kamera, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, das habe ich mal gesehen, ist das jetzt Veräpplung oder nicht? Ja, aber das fand ich schon am krassesten, ja. Aber es zeigt eben auch, ne, wie quasi der Einfluss dieser Filme oder dieser Sorte von Filmen im Mainstream-Bereich dann durchaus war. Und wenn da eben nicht solche, auch wenn es eben klischeehaft ist, ikonischen Szenen gewesen wären, dann hätte man das ja auch nicht parodieren können, wenn das irgendwie nur so dahin gewürfelt wurde. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Teil von The Ring geschädigt und ich habe echt die ganze Zeit darauf gewartet, als diese Kamerafahrt war, dass sie rauskriecht. Ja. Oder hinter dem Schiffe irgendwas. Also da habe ich echt ein Ding weggekriegt. Das war echt zu eklig damals. Ja, in der Hinsicht fand ich es dann auch wieder interessant, dass es quasi ihn als in Anführungszeichen Einheimischen auch tatsächlich im Haus dann erwischt hat und eben nicht dann wie zum Beispiel auf der Polizeistation, wo ich sie auch tatsächlich erwartet hätte, was ich auch ein ja, nicht lustig, aber so ein bisschen, irgendwie komisch, dass er jetzt nicht in der Polizeistation verfolgt wird, ne, während sie halt da in ihrem, auf der Arbeit und in ihrer Wohnung. Ich glaube, das ist alles so peu à peu. Jetzt muss das mal abgearbeitet von dem zeitlichen Radius abgearbeitet werden. Die Geister können auch nicht überall gleichzeitig sein. Ja, das muss zeitlich abgearbeitet werden. Erst war die Schwester dran und dann ging sie erstmal auf die Blonde. So, das nacheinander die Leute, die reinkommen oder wie? Ja, vielleicht ist das eine zeitliche Prämisse, weil es vielleicht so wie bei dem anderen 7 Tage war, also wer weiß, was da jetzt ist. Weil der hier, der andere, der Polizist wäre ja auch nicht belästigt worden, hätte nicht das Haus abfackeln wollen. Und der andere, sein Zeug. Ja, aber das würde dann ja widersprechen, weil er war ja, als er am Tatort war, war er ja schon in dem Haus. Also er hätte das Ding so oder so ja quasi abbekommen müssen. Ja, aber der war ja Stunden später im Haus als jetzt die Blonde. Ja, aber. Also, meine Theorie, also der andere Polizist, ein Hilfspolizist da. Und der wollte noch gar keine Berührungen abgeben. Der war auch total cool. Das fand ich wieder komisch. Und wie wollte hier Jason Bear? Die Rolle von dem Duck, der ist einmal im Haus gewesen, hatte gleich den Schock seines Lebens. Ne? Ja, der war durch dann. Ja, was denn das Wort ist? Ja.
Also so viel zum Thema horrorigste Szene, gruseligste Szene. Würde ich sagen, machen wir die Schiebetüren wieder zu. Ja. Und verabschieden uns wieder von den 90er-Jahre-Stars. Schön, dass du dabei warst, auch wenn ich dich natürlich dafür nicht mag, dass du diesen Film rausgeholt hast. Das ist das Los von jemandem, der sich selber einlädt. und euch, liebe Hörer, euch lieben Hörern, natürlich weiterhin gute Unterhaltung, Entdeckung neuer und alter Bekannter im Horror-Oktober. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.